Hallihallo und herzlich willkommen zu einer Runde Lightbikes. Und heute mit dabei ist der Melon. Kein Spiel, Marius. Genau. Und der ist halt dabei. Und wir spielen jetzt hier. Komm mal hier, Melon. Wo bist du? Ah, hier. Hier, Vacant Grid. Wir haben schon mal eine Runde gespielt, damit wir wissen, wie das geht. Ich spiele im F5-Modus. Ist schwierig. Es ist ähnlich wie Snake, habe ich so das Gefühl. Ich habe noch keinen Plan, wie das Ganze hier funktioniert, aber YOLO. Und das Ganze spielt sich ähnlich wie Snake, habe ich so das Gefühl. Mhm. Probieren wir mal das Ganze hier zum Laufen zu kriegen. Mal schauen, ob ich was reißen kann hier. So, und jetzt kann ich hier mit den Pfeiltasten so moven halt. Und ich bin im F5-Modus, weil das geht fast besser. Und wie ihr seht, gehen so Glasdinger hinter mir und ich sehe den Melon dort. Und jetzt muss ich einfach probieren, ihm den Weg abzuschneiden. Und er geht einfach die Treppen hoch, der Sack. Und ja, anstatt hier das Ganze jetzt zu kommentieren, haben wir ein Thema auch mitgebracht. Und ein Thema haben wir mitgebracht und zwar das neue Projekt, das ich und der Melon bald starten werden. Oh ja, mein Freund. Oh ja, neues Projekt, Leute. Ja, und wir haben das habt ihr wahrscheinlich gesehen, das Video von... Ja, ihr habt das Video wahrscheinlich gesehen. Nee, geht noch. Kann ich ja nicht runterjumpen? Ja, kann ich. Nein! Oh mein Gott, ich bin gestorben! Oh, ist noch einer dabei? Ist noch einer? Der Roberto. Der Roberto, hallo Roberto. Hallo Roberto. Roberto. So. Macht's ein bisschen schwieriger, ist geil. Ja. Und die ist wirklich richtig eng hier. Und genau, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Doch, beim neuen Projekt. Wir wollten noch die Teams preisgeben. Und zwar, es gibt verschiedene Teams, ja. Aus Zweierteams. Nein. 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 Ich bin schon wieder geworden. Nein. Und wir haben ein Team. Wir haben ein Team. Wir haben nur ein Team. Oh, das ist eine offene Map. Ja, und wir haben ein Team. wir haben ein Team aus hier zwei Leuten. Ich bin im Team. Oh nee! LOL! Das sind Spinnen! Das sind Spinnen, Alter! Jemand hat mich gekillt. Ja, ich hab gewonnen! Ja! Ich wusste gar nicht, dass man dort runterfällt. Jawohl. Ja. Und auf jeden Fall gibt es zwei Teams, Rot und Blau. Ich bin im roten Team mit dem lieben Broom Place. Gruß an dich an dieser Stelle. Und kennst du diese Map hier? Kennst du diese Map? Die ist von Mario Kart. Ja! Die habe ich immer gezockt. Die ist so geil, diese Map. Oh nee. Schau's dir mal. Ich bin tot. Ich lebe noch. Nee, auf meiner Lieblingsmap bin ich gerückt. Nein. Nein, ja. Ich bin tot. Nein. Auf dieser der geilen Roberto Map sind wir einfach schon. Der Roberto, der alte Sack. Und und der Melon ist mit dem Konso im Team, dem Konso Monso, vielleicht kennt ihr den. Konso Monso. Ja, und wir sind halt so ein bisschen in verschiedenen Teams, damit wir dann nicht immer miteinander zu tun haben. Nee, Spaß. Also, jeder kann mit jedem aufnehmen, egal woher er kommt, woher er stammt, wie schwarz er ist. Nein, Leute, allein Leute, ich habe keine Probleme mit schwarzen Leuten. Ich mag schwarze Leute. Ich habe sogar Kumpels, die schwarz sind. Oh ja. Oh, nicht Spaß. Warte. Oh. Ja, ich habe wirklich Kumpels, die schwarz sind. Und Melon. Oh yeah. Nee, Melon. Wer hat gewonnen? Du. Ich, ja. Ich war auch in der Wand drin. Ich bin nicht in der Wand drin. Doch, ich auch. Und genau, wir sind, jeder kann mit jedem aufnehmen in diesem Projekt und es ist eigentlich nicht vorgeschrieben, wer mit wem aufnimmt oder so. Wir sind halt in Teams und da gibt es halt jede zweite Woche ein Fight. Das ist eigentlich das Einzige, was man zu beachten hat. Und sonst gibt es eigentlich nicht viel, was man zu beachten hat in diesem Projekt. Es gibt kaum Regeln. Man kann eigentlich ziemlich machen, was man will. Man kann griefen. Also ja, eigentlich sollte man nicht griefen. Also wir sind hier schon verantwortungsvolle Menschen, die so schon ein bisschen wissen, wie das Ganze hier läuft. Wie der Hase rollt oder wie der Schwein rollt. Ja, wir wissen so ein bisschen, wie das Zeug läuft. Und warum erkläre ich euch das? Ich weiß nicht. Und es ist ziemlich eng hier, scheiße. Ich muss einen Jump nehmen. Warte, 3, 2, 1, Jump. Yes, nein. Ich bin in die Wand rein trotzdem. Das ist 2, 2, 2. Und ich finde diesen Spielmodus ziemlich bedeppert. Ja, ist ziemlich... Gefällt mir also gar nicht. Gefällt dir nicht? Nee, der gefällt mir gar nicht. Doch, ich finde den noch lustig. Und ich glaube, spielst du eine F5? Es gibt keinen Sinn. Nee, ich spiele jetzt nicht mehr F5. Es geht nicht gut. Ich habe eben das beim Herr Bergmann gesehen. Vielleicht kennt ihr den Herr Bergmann. Ich habe das bei ihm gesehen. Und dann habe ich mir einfach gedacht, komm, wir wollten Survival Games aufnehmen. Aber das war so scheiße. Das hat so richtig aufgeregt. Bin tot. Lol. Und da haben wir halt mal das nicht aufgenommen. Und Mel, hast du noch irgendwelche Informationen zum Projekt? Ja, schlag mal.
Nein, es ist eine zerklüftete Welt. Hast du das schon mal gesagt? Nee, habe ich glaube ich noch nicht gesagt. Es okay, ist halt, es ist eine zerklüftete Welt, also auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie es in Englisch ist. Amplified. Es ist Amplified. Nein, oh! Oh ja, es ist halt eine, sorry, es ist eine zerklüftete Map, so wie halt in Craft Attack, so eine richtig richtig hügelige Landschaft. Ziemlich hügelig. Nein, also sagen wir so, es gibt Riesenhöhen und Riesentiefen und wir bauen in den Riesenhöhen und der Pumpkin will in der Stadt ja. einen Riesentiefen bauen. Ja, ja, ich habe gewonnen. Ja, meine Freunde, ja, das ist glaube ich die Ende? Letzte Map oder so. Ja, du hast nicht gewonnen, da gibt's gleich dann bei uns und dich. Uns und dich. Uns und dich. Dich und mich, Digga. So, man schaut. Oh ne, oh ne! Man kann übrigens, wenn man jemanden im Gegenfall, kann man auf seinen Weg springen. Auf seinen? Oh lol. Mhm. Nein, nein, ich hoffe du gewinnst nicht, Mel. Nein, ich wollte gewinnen, ich wollte mir eine Führung ausbauen. Bitte, Rob. Bitte, Roberto. Roberto, Roberto, stirb! Oh ne, der Roberto, der wird sterben, ich weiß es. Ich kann so jetzt. Und hier bekriegt man noch so ein extra Texture Pack, damit das alles so richtig abgespaced aussieht. Und jetzt Mel, du könntest die Map abschneiden. Aber nee. Ja. Oh, es gibt noch eine Map. Jawohl. Und jetzt ist noch einer reingekommen. Ich hab gewonnen. Was? Nee. Ich hab gewonnen. Was? Ich hab gedacht, du seist jetzt so still, ja, weil du aufgeregt bist. Weil ich aufgeregt hast. Aber nee. Nein, ich dachte, ich wäre voll dem in seinen Dings gesprungen. So, wir sind jetzt vier Leute mit einem anderen Typen. Ich glaube, der kann's. Ich nicht. Ich auch nicht. Nee, ey! Meiner nicht gedreht! Ich bin in die Runde gefallen. Nee. Mel, bitte gewinn nicht. Bitte gewinn diese Runde nicht. LOL, ich kann ja den Jump nicht immer benutzen. Jawohl, gut. Ey, der Neue hat gewonnen. Der Neue, Details. Naja. Aber dann hat noch ein cooles Game. So. Ich benutze immer nur den Jump. Ich habe noch nichts benutzt. Benutzt. Kann man hier so. Direkt hinaufjumpen? Change Control Scheme. Oh, ja, kann man wirklich. Ich bin oben. Alter, manchmal ist das richtig verbuggt. Die Controls funktionieren nicht. Nein, der andere Typ wird uns. Die Controls, WASD. Ich benutze nie WASD. Hä, mit was machst du? Ja, du musst rumschauen. Wenn du nach rechts schaust, geht er nach rechts und nach links. Ah, ja. Hä? Aber nee, das funktionierte bei mir vorhin nicht. Ja, WASD funktioniert gar nicht. Doch. Also musst du, denke ich, mit dem Control-Sheep ändern. Hä, was ist los? Ja, genau, das ist Control-Dings. Ja, genau. Oh mein Gott, Luigi, ich hab den. Nee, ich bin tot. Nee, der Roberto und da. Nein, Melon, bitte gewinn nicht. Ich glaube, der Thais gewinnt das viel besser als du. Wer? Der Thais. Oh, ich bin. Ich hab. Du hast gewonnen? Ich hab gewonnen! Oh ja, ich werde unser Battle gewinnen. Das tut natürlich in meiner Seele weh. Das ist eine offene Map? Oh. Das ist einfach nix. Ich glaube, das ist die letzte, wenn sie so offen ist. Irgendwie. Oder es geht unendlich weiter und wir haben Pech. Nein. Vielleicht ist es der als erstes 5 Shot. Nein, ich bin im Menü! Ich war gerade im Menü, Leute. Was für ein Menü? Leute. In diesem Dings-Menü, Schema-Menü. Escape-Menü? Nee, es geht nicht, es geht ja wirklich viel zu langsam. Nein, Melon, gewinn nicht. Bitte, Roberto. Roberto, stirb. Oh, ja, nein, der ist so dumm, der Roberto, der wird nicht gewinnen. Nein, Roberto. Ja, der hat mir schon einen schönen Tunnel gemacht. Nein, Roberto! Nein! Ja! Ich hab gewonnen! Nein! Ich hab gewonnen, der Melon won! Ja, GG. Kann man nicht win? Nein, won. Ja, du hast gewonnen, du gewinnst dich jetzt im Moment. Du hast gewonnen. Oh, wir sind jetzt hier Grammatik, dies, das. Grammatik in Englisch! Oh ja, und wir haben jetzt. Wir machen noch eine, zwei Maps, komm. Wirklich? Ja, eine, zwei Maps, okay. Ja. Aber nicht eine ganze Runde, oder? Ja, so. Nicht eine ganze Runde. Nee, nicht die ganze Runde, würde ich sagen. Nee. Oh nein, der Roberto, was willst du eigentlich von Macht man der als erstes zwei gewonnen hat? Der als erste. Oder zwei Runden. Zwei Runden, dann schauen wir, wer. Und wenn dann unentschieden ist, dann machen wir noch eine. Okay, ja. Okay, gutes Ding. Aber ich habe gewonnen, ne? Naja, war halt die Schnauze. Das heißt, es wäre unentschieden oder ich habe gewonnen. Ich muss wieder die Toggles umstellen, ich hasse das. Mit so rumschauen. Nein! Eine Schlimpe ist neben mir! Scheiße, ich bin tot.
Stamm. Aber gewonnen habe ich schon mal oder unentschieden. Das heißt, ich kann nicht mehr verlieren. Nein! Ja! Na. Ich habe gewonnen! Du kannst nämlich nicht mehr gewinnen! Hä, doch? Du auch nicht? Kannst du. Hä? Du kannst. Hä? Ja, also, okay, ja. Ich also, das heißt, ich müsste das. Ja, gut, wenn das niemand gewinnt, habe ich gewonnen. Weil ich ja die erste Runde gewonnen habe. Ah, nee, das geht nicht darum. Nee. Was geht nicht darum? Willst du mich eigentlich verarschen? So, und wir sind jetzt wieder auf der Supermarkt. Nein! Da kam einer, Nein! Ja, das ist meine Lieblingsmap, die Super Mario Map. Kennt ihr die? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr so eine Super Mario Map. Früher bei Super Mario habe ich da immer drauf gespielt. Da konnte man so Minispiele drauf spielen. Okay, jetzt ist Ende, oder? Nee. Was nie? Nee, es hätte noch niemand gewonnen. So lang? Beste so lang nein. Ja, so lange bis jetzt eine Runde gewinnt. Ja, aber ich habe ja dann sonst unentschieden, ne? Verstehst du? Aha, ich habe ja gut. Vorhin die anderen. Ja, gut, ja, okay. Okay, ja. Unentschieden oder ich. Kommt drauf an, wer als erster einen Punkt gemacht. So. Ich dachte gerade, du wärst direkt gestorben, ey. Das ist so kacke, Alter. Der Roberto ist nicht mal schlecht. Obwohl! Ich bin tot. Ja, sexy. Okay, Leute, ich bin richtig schlecht in diesem Spielmodus, also auf jeden Fall. Ja, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Gewonnen! Also, ja, auf jeden Fall, Leute, ich geh schnell mal in den Hub. Also, auf jeden Fall, Leute, diesen Spielmodus würde ich euch nicht empfehlen. Nein, ich auch nicht. Und ich habe immer noch dieses komische Texture Pack drin. Ja. Ich mach mal das Dandelion rein, das ist ziemlich geil. So. Hä? Das habe ich nicht gewechselt? Oh nee, du. Oh nee. Wie machen wir das wieder raus? Egal, ich habe jetzt dieses Texture Pack drin, YOLO. So, und genau, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, ein paar, noch ein, zwei Infos haben wir trotzdem rausgehauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Wenn nicht, dann tut es uns leid. Ja. Und ja, ich würde sagen, lasst eine positive Bewertung da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ja, haut rein. Bis morgen, oder? Ja, bis morgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Mensch.